Was ist eigentlich aus dem Rohstoff-Superzyklus geworden? Es gab ja nichts bis vor kurzem, von dem die Analysten so überzeugt gewesen wären wie von Rohstoffen und Rohstoffaktien. Aber auch die stehen seit Monaten jetzt unter Druck. Jetzt haben sich wieder ein paar Analysten zu Wort gemeldet, allen voran Goldman Sachs, und die haben ihre positive Einstellung zum Rohstoffsektor verteidigt und bestätigt und zum Teil sogar gesagt, Rohstoffe sind jetzt die beste Assetklasse, die man haben kann. Wir schauen uns das heute mal an und auch die Freunde der besonders dreckigen fossilen Rohstoffe kommen heute hier in diesem Video auf ihre Kosten. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Hallo? Hallo? Ist da wer? Hilfe! Herzlich willkommen. Hallo, mein Name ist Gerhard Heinrich von der Second to Last Generation Bewegung. Ich habe mich festgeklebt an meinem Börsenbullenbild, ein Gemälde von unschätzbarem Wert, aus Protest gegen den Klimawandel. Interessiert aber anscheinend keinen, so wie es aussieht, muss man wohl was kaputt machen, das anderen Leuten gehört oder zumindest damit drohen, sonst wird man nicht so ernst genommen. Es gehört auch mal wieder abgestaubt, so wie es aussieht. Ob solche Aktionen dem Klimaschutz helfen, das ist sehr fraglich. Die Leute mögen sowas natürlich in der Regel nicht und man spürt da auch eine gewisse Selbstgerechtigkeit. Empörung ist wohlfeil und das Ganze verkennt ja auch, dass wir durchaus eine Regierung haben mit ambitionierten Klimazielen, die natürlich ja auch umstritten sind. Und dass es jetzt aber neben dem Klimawandel eben noch ein anderes hartes Problem gibt, das man leider auch zur Kenntnis nehmen muss, nämlich den Ukraine-Krieg. Heute ist der 1. September, die heile Sommerwelt mit Tankrabatt und mit dem 9-Euro-Ticket, das ist jetzt vorbei. Und speziell auf der Schiene weht jetzt ein ganz anderer Wind. Züge, die Kohle, Öl oder Gas transportieren, die sollen jetzt Vorrang haben vor dem Personenverkehr zur Sicherung der angespannten Energieversorgung. Das ist jetzt die Realität. Und der große positive Impuls für das Klima, den wir eigentlich auch haben könnten, nämlich der, dass fossile Energieträger jetzt natürlich furchtbar teuer sind und dass sie dadurch unattraktiver werden und dass der Verbrauch eigentlich zurückgehen müsste, das wird zum Teil dadurch eben ausgehebelt, dass dieser Verbrauch subventioniert werden soll auf breiter Front, zum Beispiel in Europa mit 278 Milliarden Euro, damit die Leute stillhalten. Man kann eben nicht alles haben im Moment. Sichere Energie, billige Energie und dann noch Klimaschutz. Es geht im Moment nicht zusammen. Allerdings, die Erdgaspreise in Europa sind jetzt in 6 Tagen um fast 30% gefallen. Natürlich von einem sehr hohen Niveau aus, weil der Füllstand von den Gasspeichern höher als erwartet war, unter anderem. Und damit haben wir auch da eine Korrektur. Der Ölpreis ist schon länger unter Druck. Hier haben wir Brent-Öl, der Einjahreschart von TradingView. Wir waren im März noch bei über $130 pro Barrel. Jetzt sind wir ungefähr bei 94, $95. Das ist schon ein signifikanter Rückgang. Seit 3 Monaten sind wir also auch hier im Abwärtstrend. Ein ganz ähnliches Bild haben wir bei Kupfer auch auf ein Jahr. Und Sie erinnern sich ja, Kupfer ist viel gepriesen worden als elementar wichtig für Elektroautos, für Windkraft, für Stromnetze, unentbehrlich für die Energiewende also und gleichzeitig chronisch knapp. Aber auch da seit März ein deutlicher Rückgang. Und hier haben wir jetzt noch Eisenerz. Das ist jetzt der 5-Jahres-Chart, damit man den starken Anstieg sieht vom Frühjahr 2021 auch noch. Das war damals eine richtige Kaufpanik, ist aber auch wieder eingebrochen, hat sich wegen dem Ukraine-Krieg dann nochmal kurz erholt. Und jetzt geht es aber auch da wieder steil abwärts. Und es hat sich vom Hoch von 2021 jetzt mehr als halbiert.
Jeder Rohstoff ist anders, aber im Großen und Ganzen gibt es für die Korrektur zwei Gründe. Erstens, nach dem russischen Angriff auf die Ukraine die Erkenntnis, dass trotz der Sanktionen gegen Russland viel von den Rohstoffen aus Russland eben doch auf den Markt kommt. Und zweitens natürlich der globale Konjunkturabschwung, der aber durch die steigenden Energiepreise natürlich mit verursacht worden ist auch. Und dadurch dann die Inflation und die Reaktion der Notenbanken darauf. Und die Gemengelage wird ganz gut illustriert durch eine Grafik in der Financial Times. Kohle dunkelblau versus Eisenerz hellblau. Der Kohlepreis ist immer noch enorm stark. Ab Mitte 2020 in der Corona-Erholung sind beide Rohstoffe ein Jahr lang gestiegen. Danach lief es aber dann gegenläufig. Und das auch aus gutem Grund. Solange das eine hoch ist, kommt das andere nicht mehr hoch und umgekehrt. Aber was ist jetzt mit dem Rohstoff-Superzyklus, den alle propagiert haben hier immer? War das alles Mumpitz? Es gibt Analysten, die ihn jetzt wieder verteidigen, allen voran Goldman Sachs, und die sind ja nicht irgendwer. Und da sagt man, ja, natürlich, der globale Abschwung, der hat belastet, aber die Kursabschläge sind jetzt übertrieben, Rohstoffe sind überverkauft und das ist jetzt eine attraktive Einstiegsgelegenheit. Aktien an sich, die seien nach wie vor schwierig, aber Rohstoffe sind interessant und der Rohstoffsektor sei im Moment die beste Anlageklasse. Wie wird da argumentiert? Erstens, die Sorgen vor einer großen globalen Rezession, die seien übertrieben. In Europa ja, Europa hat große Probleme, aber sowohl in den USA als auch in China wird sich eine schwere Rezession vermeiden lassen. Und das zweite sei, die Knappheit, dass das Angebot unter der Nachfrage ist und dass die Nachfrage auf Dauer nicht abgedeckt werden kann und dass eben auch viel zu wenig investiert worden ist in die Erschließung von neuen Rohstoffen, das sei die Situation, die wir bei vielen Rohstoffen immer noch haben würden. Und es sei auch nach wie vor so, dass es starke Preisanstiege geben müsse und geben wird, wenn die auch nur kurzfristig sind, damit entweder eben die Nachfrage wirklich zurückgeht oder die Investitionen langfristig das Angebot wieder steigen lassen. Im Moment seien Angebot und Nachfrage eben nicht mehr im Gleichgewicht. Und Jeff Curry, der Rohstoffchef von Goldman Sachs, der sagt, so wie es jetzt ist, kann es eben nicht bleiben. Es kann nicht sein auf Dauer, dass die Preise fallen von den Rohstoffen, aber gleichzeitig auch die Lagerbestände. Die einzige Erklärung dafür, das sei die, die Lagerstände würden abgebaut, weil jeder glaubt, die Preise fallen und dadurch könne man dann in Zukunft vielleicht, wenn man die Rohstoffe dann wirklich braucht, die sich billiger wieder kaufen, sich billiger damit dann wieder eindecken. Man ist da also ziemlich sorglos und wenn das dann aber nicht funktionieren würde, dann wird es für viele ziemlich eng. Und im Herbst schon könne es soweit sein, dass es dann vielleicht schon wieder Kaufpanik gibt bei manchen Rohstoffen und Preissprünge. Das Risiko sei auf jeden Fall viel höher, als dass es eine globale Rezession gibt. Man ist für den Sektor also allgemein optimistisch bei Goldman Sachs. Man rechnet beim S&P GSCI Commodity Index mit einem Anstieg um 39% in den nächsten 12 Monaten. Interessant seien Agrarrohstoffe, dann natürlich Kupfer, der Klassiker, und vor allem aber eben auch der Energiebereich. Der würde outperformen, nicht zuletzt Öl. Das sei einfach der Energieträger of last resort, also die letzte Zuflucht, wenn sonst gar nichts mehr geht. Und da hat man jetzt eben auch in der Ölpreiskorrektur laut Goldman Sachs eine sehr gute Einstiegschance. Die UBS sieht es ähnlich, auch da ist das Argument, die Weltwirtschaft wird zu negativ gesehen, die wirtschaftliche Entwicklung, es wird eher ein Soft Landing geben, in China wird es noch mehr Stimuli geben und die Investitionen in Rohstoffe auf der anderen Seite, die seien eben jahrelang entmutigt worden, dementsprechend werde das Angebot eben auch hier auf Dauer nicht Schritt halten können mit der Nachfrage. Man ist bei der UBS ein bisschen zurückhaltender für den Sektor, sieht aber trotzdem auch da für die nächsten 12 Monate einen durchschnittlichen Rohstoffpreisanstieg von 15-20%, was ja auch schon nicht schlecht wäre.
Kleiner Einschub von steigenden Rohstoffpreisen, da profitieren natürlich nicht nur bestimmte Unternehmen, sondern davon profitieren auch manchmal ganze Länder. Ein großes Rohstoffland wird oft übersehen, nämlich Indonesien mit seinen Agrarrohstoffen und seinen Exporten von Öl, Gas, Kohle und Nickel und so weiter. Mein Kollege Armin Brack, der hat auf seinem Aktienkanal Indonesien hervorgehoben, vor kurzem als einen ganz besonders interessanten Aktienmarkt in den Emerging Markets. Das greifen wir hier gerne auf in unserem nächsten Zukunftsmärkte-Report. Indonesien und indonesische Aktien unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftspolitik und von Rohstoffen und auch von der Öffnung für den Tourismus nach der Covid-Pandemie. Die Reports von uns sind gratis. Sie müssen sich dafür nur einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Und Indonesien ist übrigens nach Einwohnern inzwischen auch das viertgrößte Land der Welt. So oder so, wir haben also anscheinend wieder viele gute Argumente für den Einstieg in den Rohstoffsektor. Aber ist das jetzt wirklich die große Hoffnung in den schwierigen Zeiten, die wir gerade haben? Ich habe schon sehr viele Videos gemacht hier zu Rohstoffen. Ich habe auch da immer wieder lang und breit die Prognosen dargestellt zu den Erschließungsinvestitionen, zum Beispiel zur prognostizierten Marktunterversorgung bei Öl oder auch bei Kupfer. Ich habe aber trotzdem auch immer wieder versucht, das Ganze ein bisschen zu relativieren, weil es eben auch ein Sektor war im letzten Jahr, wo irgendwann mal die Euphorie doch schon sehr groß war, wo die Kurse heiß gelaufen sind und man nur noch auch Argumente gehört hat, die bullisch waren. Das ist jetzt nicht mehr so. Und das, was Goldman Sachs sagen und die UBS, das ist schon interessant. Man muss aber trotzdem im Moment zumindest einfach auch sagen, das Rohstoffsentiment ist sehr schlecht. Das Sentiment für die globale Konjunktur ist auch schlecht und davon hängt natürlich auch viel ab. Und darum vermute ich, kurzfristig zumindest werden Rohstoffaktien auch nicht viel anders laufen als andere zyklische Aktien auch. Und es besteht ja auch die Restgefahr, dass Goldman Sachs und die UBS die globale Wirtschaft vielleicht doch zu positiv sehen im Moment. Also bedenklich finde ich zum Beispiel, dass ja China jetzt nochmal ein sehr großes Konjunkturprogramm angekündigt hat, nochmal 44 Milliarden Dollar über die Bankenkreditvergabe und nochmal über 100 Milliarden Dollar über Spezialbonds von den Versorgern und Lokalregierungen. Und die Rohstoffmärkte haben darauf aber nicht im geringsten reagiert. Dabei ist China der weltgrößte Ölimporteur und verbraucht 50% von allem Kupfer. Es kann sein, dass die Märkte das vielleicht irgendwie übersehen haben oder dass sich das auch erst in ein paar Monaten auswirkt. Es kann aber eben auch sein, dass im Moment die reale physische Nachfrage noch viel schlechter ist, als man denken würde. Das mit den fallenden Lagerbeständen, von denen da Goldman Sachs gesprochen hat und diesen Preissprüngen, die dadurch möglich sind, das finde ich schon sehr interessant. Das muss man beobachten. Das ist vielleicht schon eine Chance, wenn sich das bestätigen sollte und wenn es auch nur Trading-Chancen sind kurzfristig. Ich würde aber trotzdem im Moment Rohstoffe, wenn überhaupt, nur leicht übergewichten. Und ich befürchte auch, dass viele Privatanleger sowieso schon viel zu hoch gewichtet sind in dem Sektor, weil das eben auch in der Vergangenheit ein ganz großes Thema war und weil man sich dadurch natürlich auch Inflationsschutz erhofft hat und solche Dinge. Jetzt sind wir aber eindeutig eben in einer Stagflationsphase und das erschwert die ganze Sache. Eins kann man aber definitiv sagen, was die fossilen Energien jetzt betrifft. Je mehr versucht worden ist, die loszuwerden, umso mehr kosten sie uns und umso schmerzhafter ist irgendwie unsere Abhängigkeit davon geworden, wie man jetzt ja auch wieder sieht. Aber eben auch, weil jahrelang alles gemacht worden ist, um sie wegzureden, um sie für obsolet zu erklären und weil man dem Sektor auch das Leben schwer gemacht hat. Und sich aber gleichzeitig an der Nachfrage bis jetzt nichts geändert hat. Und da sind wir wieder bei der Selbstgerechtigkeit. Hier eine Kolumne aus dem Spiegel
wo sich wieder mal ein Autor seines Zeichens Kognitionspsychologe, also vom Fach, hier ganz wunderbar drüber ereifert, wie viel Geld doch die bösen Ölfirmen und der Finanzsektor verdienen an der Klimakatastrophe. Und ganz abgesehen davon, dass es wieder mal ein Autor ist, der nicht schnallt, dass den ETF-Anbietern die Firmen, von denen diese die Aktien verwalten, nicht gehören. Aber davon abgesehen, natürlich wird mit fossiler Energie gerade viel Geld verdient, weil aber auch die Gesellschaft nach wie vor davon jeden Tropfen haben will und abnimmt. Und wenn jemand wie der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres sagt, was wir hier auch erfahren in diesem Beitrag, die Investitionen von 850 Milliarden Euro, die die Öl- und Gasfirmen planen für die Erschließung neuer Vorkommen, das sei Wahnsinn, dann kann man hier nur sagen, es wäre Wahnsinn, diese Investitionen nicht zu planen. Es sei denn, man hat wirklich Alternativen oder man fährt die Nachfrage sonst wie runter. Nur das ist leider der schwierige Teil an dem Ganzen. Da sagt man den Leuten lieber hier in diesem Beitrag zum 1000. Mal, investiert nicht in Ölaktien, wir müssen da die gemeinen Ölunternehmen bestrafen. Als ob das was ändern würde. Also ein großes scheinheiliges Theater, das uns wahrscheinlich auch erhalten bleiben wird, auch in der Politik die nächsten Jahre. Und darum kann ich mir schon vorstellen, dass es beim Ölpreis irgendwann mal in den nächsten Jahren auch wieder zu größeren Preissprüngen und Preisbewegungen nach oben kommt. So viel dazu, und ich stelle natürlich immer wieder auch fest, dass viele Zuschauer hier meinen Kanal noch nicht abonniert haben. Das sollten sie jetzt endlich mal tun. Sie zwingen mich sonst dazu, dass ich mich wieder hier an mein Bild festklebe. Und dann beim Abonnieren auch noch auf die Glocke drücken. Natürlich, dann werden sie nämlich auch benachrichtigt, wenn neue Videos da sind und was für Video da sind. Und denken sie außerdem noch dran, natürlich, dass sie sich auch noch eintragen für unsere gratis Zukunftsmärkte Reports demnächst zum Thema Indonesien auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.